Auf diesem Belag brauchen die Spieler besonders viel Einspielzeit, um ihre beste Leistung zu Platz bringen zu können. Hi und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Mein Name ist Dennis und ich bin der Gründer von Bet4U, dein Sportwetten-Orakel. Wir haben uns bereits über sehr viele verschiedene Belege unterhalten, nämlich über den Hartplatzbelag, über den Sandplatzbelag, über den Rasenplatzbelag, aber einen haben wir außen vor gelassen, und zwar den Hallen-Hartplatzbelag. Und darum soll sich das heutige Video drehen. Ihr wisst es ja inzwischen selbst, jeder Belag hat andere Eigenschaften. Der Sandplatzbelag ist der mit Abstand langsamste Belag. Es sei denn, es handelt sich um die ATP in Houston, denn dieser Belag ähnelt schon fast dem Hartplatzbelag. Der Hartplatzbelag ist der etwas schnellere Belag. Der Rasenplatzbelag ist der mit Abstand schnellste Belag. Dort kommen also solche Eigenschaften wie Power und der Serve zur Geltung. Bei dem Hallen-Hartplatzbelag unterscheidet sich das Ganze nochmals enorm und dort dauert es besonders lange, bis sich die Spieler an den Belag gewöhnt haben. Die erste Eigenschaft, die diesen Belag ausmacht und ihn folglich besonders macht, ist die, dass die Bälle viel höher abspringen, als es bei den anderen Belägen der Fall ist. Und das bereitet vielen Spielern enorme Schwierigkeiten, denn es gibt viele Spieler, die den Ball versuchen, so flat es geht zu halten, so flach es geht zu halten, und das sorgt eben dafür, dass die Spieler enorme Probleme bekommen. Hier mal ein paar Beispiele: Andrei Rublev, Peter Gojovcuk, Sam Querrey, alle Spieler, die den Ball ganz flach halten und folglich nicht auf diesem hohen Hartplatzbelag zurechtkommen. Zweite Eigenschaft, die diesen Belag ausmacht, ist die, dass die Bälle in der Regel unheimlich schnell sind und damit kommen eben sehr viele Spieler ebenfalls nicht zurecht. Ich war zum Beispiel letztes Jahr bei der ATP in St. Petersburg und da gab es einige Spieler, die kamen mit diesem Rhythmus überhaupt nicht zurecht. Die Ballwechsel waren ihnen schlicht und einfach viel zu schnell. Und so hat man direkt gesehen, dass es am Ende nichts wird. Und das, obwohl sie ihrem Gegner von den spielerischen Fähigkeiten enorm überlegen waren. Spieler, die sich also einzig und allein durch ihre Kampfqualitäten, durch ihre Defensivqualitäten, durch ihre Rallye-Qualitäten auszeichnen, haben auf diesem Belag nichts verloren. Dazu gehören zum Beispiel Spieler wie Albert Ramos Vinolas, Joao Sousa. Das sind Spieler, die auf diesem Belag nichts verloren haben, da sie keine einzige Stärke haben, um ihren Gegner auf diesem Belag zu bezwingen. Der Serve fehlt, die Power fehlt, sie bringen die Bälle nur zurück und sowas bringt nur was auf langsamen Hartplatzbelägen oder aber auf dem Sandplatzbelag. Aber garantiert nicht auf dem Hartplatzbelag in der Halle. Die dritte Eigenschaft, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, ist die, dass die Anzahl der Courts beschränkt ist, wenn es sich um Hallenturniere handelt. Oftmals müssen Spieler auf Nebencourts spielen und das sorgt dafür, dass dort gar keine Zuschauer sind, dass das Ambiente ganz komisch ist. Dementsprechend sind die Spieler nicht motiviert genug, geben nicht ihre beste Leistung und gewinnen oftmals irgendwie 7-5, 6-4, anstatt das Match ganz klar zu gestalten. In Antwerpen ist das zum Beispiel so. Da ist der zweite Court ganz außerhalb, man spielt mehr oder weniger in einer Scheune, wo nur 60 Zuschauer hinpassen. 50, 60, 40, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. Aber es geht nur darum, dass dort einfach dieses Ambiente fehlt, welches sonst auf den größeren Courts vorhanden ist. Und das muss man auf jeden Fall immer berücksichtigen. Versuch diese drei Eigenschaften auf jeden Fall in deine Analyse mit einfließen zu lassen, wenn du das Risiko auf das Minimum senken willst. Ich hoffe, das heutige Video hat dir gefallen, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.